Sie sind hier, für die letzte Entscheidung bei der Ski-WM in Aare steht die Startreihenfolge fest. Felix Neureuther hat für den Slalom zumindest ein wenig Glück. Felix Neureuther hat vor dem voraussichtlich letzten großen Rennen seiner Karriere ein wenig Glück gehabt. Bei der Auslosung der Startnummern für den WM-Slalom am Sonntag 11.00, 14.30 Uhr im Live-DK erhielt er am Samstagabend zumindest die 11 zugeteilt. Für Neureuther, der in der Weltrangliste nicht mehr zu den besten 7 Slalomläufern gehört, wäre eine Nummer zwischen 8 und 15 möglich gewesen. Die großen Favoriten gehen gleich mit den ersten 3 Startnummern ins Rennen. Kitzbühel-Sieger eröffnet Slalom. Eröffnet wird der letzte Wettbewerb in Aare von Clément Noël, Frankreich, der zuletzt die Klassiker in Wengen und Kitzbühel gewonnen hatte. Ihm folgen Riesenslalom-Weltmeister Henrik Kristoffersen, Norwegen, sowie Titelverteidiger Marcel Hirscher, Österreich. Unmittelbar vor Neureuther startet Olympiasieger André Myhrer, Schweden, mit dem Sport1 Messenger. Keine News mehr verpassen, hier anmelden. Anzeige: Neureuther hat bei den letzten 3 WM-Slaloms jeweils auf dem Podest gestanden. 2013 in Schladming holte er hinter Hirscher mit Silber seine erste Einzelmedaille überhaupt, 2015 in Beaver Creek, USA und 2017 in St. Moritz, Schweiz fuhr er jeweils zu Bronze. Punkt. Darüber hinaus gewann er bei seinen bisherigen 8 WM-Teilnahmen mit der Mannschaft Gold 2005 und Bronze 2013.